Ey, Digga, mach mal andere Musik, das muss irgendwie passen. Oh. Na, bravo. Egal. Liebe Zuschauer, erinnern Sie sich noch an den letzten Sommer? Wir hatten dieses scharnuckelige Häuschen im Grünen. Wundervoll und ich möchte sagen, mit Liebe eingerichtet. Wir haben uns rundum wohl gefühlt. Ja. Vermieter, der hat, der hat uns nicht mehr so gemocht. Dabei haben wir extra noch mal feucht durchgewischt. Naja, und deshalb dachten wir, wir packen jetzt mal das Nötigste zusammen und fahren raus aufs Land. Aber nur das Allernötigste. Dummerweise hat uns die Redaktion verboten, wieder ein Haus zu mieten. Und dieser Bitte sind wir natürlich herzlich gerne nachgekommen. Klar. Und wir haben uns etwas völlig anderes ausgesucht. Nämlich einen kompletten Bauernhof. Alle Achtung! Einparken und auspacken in einem. Chapeau, Kollege. Ich liebe diese frische Landluft. Das ist doch schön, oder? Idyllissimo. Aber irgendwas fehlt. In Ordnung. So, ist in Ordnung. Fertig. Ja. Herzlich willkommen zu Nicht nachmachen. Das Leben ist ein Ponyhof. Also jedenfalls hier und für uns. Für uns jetzt. Heute sehen Sie... Warum es wichtig ist, auf den richtigen Reifendruck zu achten. Aufräumarbeiten im Nicht-Nachmachen-Stil. Und ein Trockner unter Alkoholeinfluss. Boah. Guten Tag. Oh, das sieht aber... Oh, guck mal hier. Richtig mit Läufer. Oh. Das ist ja schick. Das ist ja schön. Du, das ist genau mein Stil. So eine Mischung aus Laura Ashley, Rosamunde Pilcher und Lukas Podolski. Wahnsinn, aber man merkt schon, es stand lang leer, ne? Findest du? Hast du das Raumspray dabei? Ja, habe ich. Moment. Ah, Wiegert, das ist ein Riesengebäude. Das bringt's überhaupt nicht. Warte mal. Ach so, Expressverfahren. Ja, das ist sonst echt albern. What? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es wirklich funktioniert. Aber gut, ne? Aprilfrisch. So, man fühlt sich richtig schon wieder wie zu Hause, ne? Mhm. Was hat man uns in dieser Sendung nicht schon alles vorgeworfen, dass wir zu verantwortungslosen Handeln anstiften würden? Die Leute würden das nachmachen, was wir tun. Völliger Unsinn. Und damit wir mit diesen Vorwürfen in Zukunft nichts mehr zu tun haben, machen wir ab sofort nur noch völlig ungefährliche Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Luftballons aufblasen. Wir haben natürlich trotzdem Sicherheitssachen an, also Arbeitsschutz, das muss einfach sein. Wir blasen da jetzt rein, gleich knallt, sagen wir gleich schon mal vorab. Das macht Pengar, dass jetzt nicht die Überraschung das ist, was die Leute schockiert. Und auf keinen Fall nachmachen, sagen wir auch schon mal vorab. Oh.
ist das langweilig. Ja, das, also nicht nachmachen. Das ist jetzt wirklich. Hey, Moment, ich glaub, warte mal. Komm Alex, mal zurück. Wir sind noch nicht fertig. Nee. Wir ja, steigern das jetzt noch ein kleines bisschen. Kennt jeder, also das haben wir früher schon immer benutzt, den Hüpfball. Er ist jetzt normal prall, also man könnte jetzt gute Übungen damit machen. Ich verstecke mich ja schon mal. Der ist sehr prall gefüllt. Das Problem ist nur, dass wir auf diese Art und Weise natürlich unsere Prominenz nicht steigern, weil keiner unser Gesicht sieht. Meine Prominenz ist eigentlich nicht mehr zu steigern. Kannst du noch? Ich? Das kann ist noch. Anstrengend, ne? Das zu halten? Ja. Ja, haben wir nicht noch einen Ersatzreifen im Auto oder sowas? Eine ganz normale Alltagssituation. Wir wollen den seit einigen Wochen, Monaten, Jahren im Kofferraum schlummernden Ersatzreifen wieder auf seine sicherheitsrelevanten 1,7 Bar aufpumpen. Das ist ja schmutzig. Dummerweise kommen wir jetzt an der Tankstelle in ein Gespräch, in das wir verwickelt werden, sind etwas unkonzentriert und auf einmal sind wir bei sagen wir so 50 oder 60 Bar. So viel? Ja. Wow. Und schließlich? Da geht eine ganze Menge rein in so einen Reifen. Du, sag mal, sollten wir nicht vielleicht reingehen in den Schuppen? Da ist es noch langweiliger. Ah, das ist eine gute Idee. Gehen wir rüber. Und schließlich? Da geht eine ganze Menge rein in so einen Reifen. Und schließlich? Da geht eine ganze Menge rein in so einen Reifen. Und schließlich? Da geht eine ganze Menge rein in so einen Reifen. Wieger, da passiert einfach nichts mehr. Ja, du, das ist so öde. Ich schlaf gleich ein, sag ich dir. Ja, also, Sie sehen, liebe Zuschauer, das ist völlig unspektakulär. Langweilig, möchte ich mal gerade sagen. Also auch damit kann man niemanden hinterm Ofen vorlocken. Ja, und ich bitte Sie, schicken Sie uns deswegen keine Zuschauerpost. Das ich ist einfach noch einen Reifen gefunden, hinten im Schuppen. Guck mal hier, das ist ein Oschi, oder? Wenn der Platz, das ist ein Erlebniswert unter null. Das ist ja abgeil. Ich glaube, das ist so langweilig, wenn der knallt, die Leute schlafen sofort ein. Sofort, nee. Wahnsinn. Oh, mir wird schon müde, wenn ich schon überhaupt noch einmal drüber nachdenke. Genau. Wir machen es noch langweiliger. Dann machen wir so richtig, genau. Tür zu, weil dann kann die Druckwelle gar nicht erst raus. Und alles bleibt da drin, macht Fump und sowas. Genau. Wie den Industriekompressor, extra hoher Druck. Da gehen wir mal rüber jetzt. So, was wir hier haben, das ist jetzt quasi unser Auslöser. Im Grunde nur eine etwas vergrößerte Luftpumpe. Völlig unspektakulär, kennen Sie von daheim, für eine Luftmatratze oder fürs Fahrrad. So, wie muss ich hier genau vorgehen? Ich mach das hier mal auf. Total langweilig. Jetzt gehen wir da mal rüber. Kann ja nichts weiter passieren. Du bist schon da. Kann man noch besser schlafen, wenn man. Das ist der Auslöser. Wir machen es uns gemütlich, das machen wir öfter. Einfach nur, weil es sicherer ist, gemütlicher ist. Oh, da kann man auch besser schlafen. Ja, ja. Die Sendung sollte eh heißen. Nicht einschlafen. Bereit zum Schlafen? Ich träume schon. Ja, pass auf! Ja, und gleich wird's langweilig! Oh. 3, 2, 1! Meine Damen und Herren, bitte schalten Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Sie sehen selbst, es gibt hier nichts zu sehen. Was Öderes haben Sie überhaupt noch nie erlebt? Was wir hier machen, das ist vollkommen ungefährlich.
Meine Damen und Herren, heute ist es soweit. Wir überschreiten die dunkelrotesten Linien. Wir setzen uns über den Point of No Return hinweg. Wir machen Revolution. Revolution. Zivilen Ungehorsam. Man kann unter diesen Tüten leider überhaupt nicht atmen. Wir machen aber trotzdem Revolution. Denn alles, was heutzutage Spaß macht, wird einem sofort verboten. Und darum setzen wir uns jetzt über sämtliche Regeln und Normen hinweg. Wir machen etwas total Illegales. Etwas vollkommen Verbotenes. Wiegald, wir brennen Schnaps. Ja, ja. Und weil das ja eben so verboten ist, machen wir das auch nicht bei uns zu Hause, sondern im Wohnwagen und unterwegs, on the road. Beweglich sein, ne? Immer schnell weg sein, wenn man kommt. Hm? Weißt du, wie das geht? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja, aber das ist kein Problem. Wir haben ja hier im Team etwa 100 Jahre Knast versammelt. Und kurze Frage, kennt sich hier irgendjemand aus mit illegalem Destillieren? Ich, ja. Alle? Ja gut, wen nehmen wir da? Den da, komm du mal her. Hier kommt das Obst rein, also ja, die Zutaten, die man halt verwenden will, zusammen mit sehr, sehr hochprozentigem Alkohol. Ja. So, das tun wir mal rein. So. Und da tun wir dann, wenn du es gleich geschnitten hast, das Obst dazu. Ja. Und dann erhitzen wir das mit dem Brenner. Die Dämpfe steigen dann hier durch. Dann geht das alles hier rein. Und hier ist so ein Schlauch, also so ein sehr langer Schlauch und Wasser. So, und das Wasser kühlt den Schlauch. Und da drin wird dann der Dampf wieder flüssig mit den ätherischen Ölen des Obstes und tropft dann später hier raus und ist unser Schnaps. So, das war's dann. Ananas auch mit Schale. Nein. Das ist ja doch so eine einfache Technik. Okay. So, jetzt müssen wir was anschalten. Jetzt müssen wir es anzünden. Ja, nein, ist, ja, ja, ja. Und das kommt jetzt hier gleich rausgetropft. Jetzt müssen wir eigentlich nur warten. Ja, ja. Das riecht aber gut. Aber wenn ich den Schlauch jetzt rausziehe, dann kommen doch die Dämpfe direkt hier raus. Dann kann man den Alkohol doch sofort atmen. Ja, aber das wäre natürlich nicht so gut, weil Alkoholdämpfe sind hochexplosiv und hier unten brennen wir offene Flammen. Dann würde uns hier alles um die Ohren fliegen. Sag mal, aber dieser Dampf, den wir da sehen, das ist doch jetzt auch schon Alkohol. Das ist reiner Alkohol. Das heißt, der Deckel ist undicht. Und wenn unten jetzt die offene Flamme ist, dann kann das doch jetzt jede Sekunde explodieren, oder nicht? Stimmt. Ach du Scheiße, raus hier! Ist doch gut, dass wir da rechtzeitig rausgekommen sind, ne? Sag mal, wo ist denn dieser... Komm, wir gehen Kaffee trinken. Wie galt? Ich weiß, was wir am Wochenende machen. Was denn? Wir gehen auf die Kirmes. Kirmes? Ja, ja. Hab ich auch Lust zu. Das ist aber erst im Oktober. Oh nein, das ist eine... Ach, ja. Ich hab mich gefreut, da müssen wir doch schon weg sein. Da sind wir wieder auf der Flucht. Ja, aber warte mal, Kirmes. Was machst du denn besonders gern auf einer Kirmes? Die Mädels beim Autoscooter, die Trollers, diese Schnecken. Trollers, Schnecken? Chickas. Die Bitches, meinst du? Ach, Bitches, sagt man heute. Aber nee, ich meine jetzt, welches Fahrgeschäft hast du besonders gern? Ach so, Kettenkarussell. Kettenkarussell. Weil das hat so was Klassisches, Traditionelles, aber du fliegst halt auch nach außen und so. Und die gehen ja auch hoch heutzutage. Warte mal, such du doch schon mal Ketten und Stühle. Ich weiß da was. Wir machen das selber. Warte mal. Ich geh mal rauf. Ach, guck mal hier. Hier müsste doch auch so ein... Genau. Ich kann dich sehen. Ja, wo bist du? Hier. Ah, hallo. Müssen wir das nur irgendwie befestigen? Hast du vielleicht so ein Ding, so ein Teestück oder sowas? Warte. Ja, Moment. Okay. Ach,
Hier! Ah! Stange kommt! Ja, tippitoppi. Achtung! Das kommt durch. Sehr gut. Und durchschieben. Prima. Warte mal. Hey, kannst du das halten einen Moment? Man nennt mich auch Atlas. Und? Du musst noch höher kommen. Okay. Okay. Hey, Leute. Cool. Cool. Ich komm mal runter. Gute Idee. So, ich glaube, wenn das schnell rotiert, dann fliegt das auch hier aus. Da muss man einrechnen, dass das natürlich alles weg muss. Ist das ja auch weg? Auch weg. So. Hält das? Lass mal gucken. Okay, ja super. Ich sitze, dann geh mal hoch. Und jetzt bitte zusteigen, wir haben heute Familientag. Oh, wir haben die Tickets, 4 € für eine Fahrt. Und wieder geht es hoch, wieder gelohnt und ich schlage sie ein. Wollen wir mal sehen, was die Mama morgen gekocht hat. Mal sehen, wie viel sie diesmal aushalten können. Du drehst? Ich muss jetzt natürlich wieder rauf und drehen, genau. Achtung, geht gleich los. Kannst dich schon mal freuen. Ja. Achtung, geht gleich los. Los geht's! Bereit? Ja! Funktioniert? Funktioniert! Funktioniert! Ich weiß nicht. Ich geh mal runter. Was passiert? Und großer Fahrspaß? Ja, total. Man ist entspannt und hat auch gar keine Angst. Ist das so? Ja, mach es jetzt hier. Das ist super. So. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn wir beide hier sitzen, dass keiner drehen kann. Das müsste man automatisieren. Wir brauchen einen Motor. Gib durch. Ja. Jetzt macht's mal klack, klack, klack. Jetzt musst du ja ein bisschen auf Spannung ziehen. Ja. So? Also, ich glaube, das könnte funktionieren. Kommst du? Ja. So, Miga, bist du bereit? Ein bisschen Angst habe ich. Yes. Auf zu Recht. 3, 2, 1, los! Ah. Oh, ah, scheiße. Scheiße, Bernhard. Man ist so ein bisschen... Bernhard, mach mal wieder aus jetzt. Danke. Ah. Ich hab keine Helm mehr. Hallo. Die Kasper. Moment, da, ich muss nur das Kabel. Scheiße. Kann uns mal jemand helfen vom Team vielleicht? Das muss man ausmachen. Wir kommen da nicht an den Ausknopf. Hallo! Hallo, Kamera, mach doch mal aus jetzt die Mühle. Hilf uns doch mal einer. Hallo! Oh, Scheiße, wir bringen... Alex, Team hier! Mach doch mal einer Strom aus! Nichts abmachen! Nee, Freunde. Diese Handwerker immer, die lassen einfach ihren Kram überall rumliegen. Hier zum Beispiel PU-Schaum, auch bekannt als Bauschaum. In so einer Dose, das ist extrem gefährlich, Freunde, das geht nicht. Steht da unter Druck? Hier steht ja auch, vor großer Hitze schütt, kann ich jetzt nicht lesen. Naja, auf jeden Fall, das muss aufgeräumt werden. Das kommt jetzt hier mal rein. Die nehmen wir auch noch mit dazu. So, wichtig ist, dass man weiß, wo der Fluchtweg ist. Ästhetische Bilder. Bisschen so, als hätte man eine Handgranate in eine Puddingfabrik geschmissen.
blöde Rand ist mir aber egal. Lass uns das jetzt einfach machen. Okay. Liebe Zuschauer, heute, hier und jetzt, werden wir sämtliche Grenzen sprengen. Oh, ich meine, was soll's? Ich bin super versichert. Ich kann das. Es geht theoretisch, das weiß ich. Also, warum nicht? Bringen wir es hinter uns. Okay, ganz kurz noch. Also, die Sendung heißt ja so und wir beide werden ja auch nicht müde, es immer wieder zu erwähnen. Aber jetzt gilt es wirklich nicht nachmachen. Auf gar keinen Fall. Das, was Wiegald jetzt macht, wird echt. Okay. Sind wir alle soweit? Ja. Ja? Team hier, dass hier niemand mehr sitzt, der nicht unbedingt dazugehört. Ja? Ich habe Teppiche gewässert, Vorhänge feucht. Alle, Sanitäter, Feuerwehr, alles klar? Plexiglas eingebaut? Top, ja. Gut. Okay. Bist du soweit? Straße abgesperrt? Ja, Block steht. Okay. 3, 2, 1. Ja! Geil. Danke, ja, super. Schlussklappe 573. Das gibt der Quotenpeak. Absolut. Das Spitzometer. Wow, dass das hingehauen hat. Guck mal hier, ganz knapp. Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der normale Zuschauer das langweilig findet. Nein, langweilig? Warum das denn? Glaubst du, unsere Zuschauer ticken so? Immer noch größer, noch wilder, noch sensationeller, Bruder- und Spielemäßig? Ja, ganz im Ernst, das ist schon, also ist natürlich toll, aber irgendwie es hat schon was. Komm, hör doch auf! Nein, man kann doch auch mal die kleinen Sachen groß verkaufen, da haben wir doch perfekt gemacht. Man muss doch nicht immer televisionäre Todesspirale, Superlative, Kampf, Knochenbrechen, Blut spritzt. Ja, unsere Zuschauer, die mögen sowas auch. Entschuldige bitte, Vital, aber der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja, nee. Und die ja, Leute, ich hab das schon kapiert, wie du das meinst. Jetzt reg dich doch nicht auf. Ich reg mich überhaupt nicht auf. Wir können auch ganz andere Seiten aufziehen. Alles, was wir dafür brauchen, ist Bernhard und ein Traktor, auf dem derselbe sitzt und den er zu bedienen weiß. Hier hinten an der Anhängerkupplung haben wir ein mehrfach gelegtes Seil befestigt, das wir hier in das Haus hineinführen, das den Flur durchquert, auch die Küche traversiert und hier im Esszimmer landet. Mit dem Seil haben wir nun eine Schlaufe gelegt, die um den Teppich hier herumführt. Und wenn Bernhard nun per Kavalierstart ruckartig mit dem Traktor wegfährt und das Seil straff zieht, dann wird dieser Teppich so schlagartig herausgezogen, dass mit etwas Glück die Möbel genauso stehen bleiben, wie sie jetzt hier stehen. Also genau das, was wir eben gesehen haben, nur eine Nummer größer. Dann wollen wir mal. Bernhard? Ja? Bist du soweit? Ja, bereit. Dann raus. Auf geht's. Parole, schneller, höher, weiter! Dann! Go! Rückwärtsgang! Volltreffer! Fantastisch! Der Herr der fliegenden Teppiche! Victoria Juhaisasa! Wow. Ja, es hat funktioniert! Seilomat! Das hat gehalten. Wir sind auch wirklich Hasardeure, möchte ich sagen. Kann ich dir sagen. Ja, was mit dem Teppich? Und den können wir jetzt ausklopfen, war sowieso mal fällig. Ja. Lass uns doch mal drin gucken, wie es aussieht. Gute Idee. Ob das überhaupt funktioniert hat, was hier nach... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es klang gut. Hey! Ach Gott, ja. Komplett anders. Nein, das sieht genauso aus wie vorher bei dem kleinen Experiment, das wir gemacht haben. Wie geil? Ja. Der Tisch ist kaputt. Also ich sehe nichts. Lustig hier. LED-Baumkerzen-Bedienungsanleitung GWK 9001 mit sensationellem Modell GWK 9001. Sie bekommen nicht teutonische Gemütlichkeit für trautes Heim nur, auch Erfolg als moderner Mensch bei anderes geschleckt, nach Weihnachtsgans aufgegessen und länger, weil Batterie viel Zeit gut lange. Zu erreichen Glückseligkeit unter finstrem Tannen. Ganz einfach Handbedienung von GWK 9001. Für neue Batterie, Altbatterie zurück, für Sauberwelt in deutscher Wald. Das sind einfach diese ausländischen Bedienungsanleitungen sind viel lustiger.
Tipptopp. Im Deutschen zum Beispiel hier, da geht's, ist alles super übersetzt, total langweilig. Hier zum Beispiel Explosionsgefahr, Wäschestücke, die mit Speiseöl, Aceton, Alkohol, Benzin, Petroleum, Fleckenentferner, Terpentinwachs und Wachsentferner verschmutzt worden sind, nicht in den Trockner werfen. Achten Sie darauf, dass keine Feuerzeuge in den Taschen befindlich sind. Das ist langweilig. Das ist für so einen Wäschetrockner einfach nur so ein sauber übersetzt und alles. Warte mal, ich finde das überhaupt gar nicht so langweilig. Stimmt. Und das ist ja auch eine Gebrauchsanleitung. Das heißt, wir müssen einfach nur tun, was da drin steht. Schau mal hier. Das ist ein Zufall hier. Stimmt, wir haben ja noch was Hochprozentiges. Das ist ja wie eine Aufforderung. Ja, aufkommen. So, das sind sie doch. Die Wäsche? Ja. Das machen wir hier mal. Drauf. Wie geht das? Hier an der Tür. Ach so, warte. Drüber. Boah. Feuerzeuge, warte. Ja, besoffen, wenn man atmet. Hier einfach noch Feuerzeuge mit rein. Oh, da ist noch ein Fleck. Schau mal. Ach nee, den kriegen wir nicht. Hier, doch, doch. Ich habe noch Reinigungsbenzin. Ah, super. Das kommt da einfach. Wird's noch sauberer danach. Okay, so, alles rein. Yes. So. Wunderbar. Okay, einschalten. Dann, ja, anschalten. So, und ja, dann läuft das. Man sieht also, das funktioniert problemlos. Wenn man Flecken hat, die sind jetzt weg. Ja, weg, und zwar komplett. Ja. Man hat zukünftig auch nicht weitere Flecken. Ja. Man muss halt nur gucken, dass man vielleicht nicht mit der Wäsche im Trockner selber ist. Ist von Vorteil. Ja. Können wir ein bisschen Ruhe haben, bitte? Hier vorne wird noch gearbeitet. Dankeschön. Ja, das ist Fernsehen. Ja. Ja. Wir haben auch längere Zeit in dieser Staffel nicht mehr gesagt, dass man das nicht nachmachen soll. Stimmt. Jetzt wäre eine ganz gute Gelegenheit. Das ist der Moment, ja. Also, nicht nachmachen. Schön warm hier. Ja. Ich habe mich ja schon so richtig eingelebt hier. Und mit den Leuten von der Feuerwehr sind wir auch schon auf Du und Du. Hallo, Bifi. Hallo, ihr zwei. Ja. Hallo. Ha, auf dem Land findest du aber auch schnell Kontakt. Und dabei haben wir gerade erst angefangen. Ich bin noch nicht mal richtig warm. Ich mach weiter. Auf jeden Fall. Geht ja nächste Woche auch weiter. Und seien auch Sie wieder dabei, wenn es heißt, tun Sie nichts, was wir tun würden. Nicht nachmachen. Ich spiele gerade, dass ich aufgeregt bin. Ach so, du spielst nur. Ja, ja. Ich spiele aber gut, merke ich gerade. Ich glaub's mir selber. Kettenkarussell ohne Antrieb. Das ist wie, wie Meer ohne Wasser. Wie ZDF ohne Mainzelmännchen. Wie Nachmachen ohne Nicht. Wie Bernhard ohne Wiegald. Wir brauchen.